Englisch, Spanisch, ja. Die verrückteste Pay-Per-View überhaupt. Wie ihr seht, ist Nick, David und Peter noch mittendrin. Und ich hoffe, wenn WCW das nächste Mal nach Deutschland kommt, seid ihr auch mittendrin. Bis bald, euer Alex. Hulk verschwindet mit seinen neuen Freunden und den Kameraleuten schmerzen die Schultern. Der neue NWO-Champion will irgendwo in Sturgis seinen Geburtstag feiern. Oder besser gesagt, hineinfeiern. Geht es nach ihm, dann feiert er mit vielen Bikern in einer der beiden Biker-Kneipen. Alle anderen müssen weiter schuften. Das Schlimmste an einer Großveranstaltung ist der Abbau. Zwei wilde Nächte wird es, zumindest für die Biker in Sturgis, noch geben. Viele werden sich ihre ersten Tätowierungen machen lassen oder neue Lederkappen kaufen, cruisen oder um sonderangefertigte Harley-Teile feilschen. Langsam beginnt auf der Main Street das Nachtleben. Morgen ist Sonntag und die WCW-Crew wird dann schon einige Stunden weit entfernt sein. Wenn eine Sendung gelaufen ist, fällt auch die Anspannung bei jedem Mitglied der Crew ab. Man spürt seine Knochen, ist müde und muss unglaublich viel Eindrücke erst einmal verarbeiten. Die wenigsten sind beim Abbauen sehr gesprächig. Der PR- und der Marketingdirektor der WCW, sie sind gut gelaunt und erleichtert. Schließlich hat doch noch alles stattgefunden. Aber die Freude ist gedämpft. Wie geht die Sache mit der New World Order für die WCW weiter? Trotzdem, schnell noch ein paar T-Shirts oder Sticker als Mitbringsel einkaufen und einen Hotdog an der nächsten Straßenecke essen. Je später der Abend, desto größer die Hoffnungen. Auch an diesem Abend werden sich einige der rauen Jungs auf ihren röhrenden Maschinen in eine der Biker-Ladies unsterblich verlieben. Einer, das ist ganz sicher, hat Hog Wild in vollen Zügen genossen. Steve McMichaels kleiner Hund Pepe hat einen neuen Freund gefunden. Der Tross zieht weiter, einer ungewissen Zukunft entgegen. Nächste Station, Casper in Wyoming. Circa 4 Autostunden entfernt wird es ein 2-stündiges Live-Nitro geben. Ebenfalls ist Alex Wright bereits unterwegs. Der Deutsche in Amerika macht in den Black Hills, irgendwo in der Nähe der steinernen Präsidentenköpfe von Mount Rushmore, eine kurze Verschnaufpause. Während die Biker noch auf der Main Street eine immer endlosere Schleife fahren, genießt Alex die Natur. Und er beginnt über vieles nachzudenken. Was für ein bezaubernder Sonnenuntergang. Echt herrlich. Solchen Momenten wie diesen echt, wünschte ich mir echt, ich wäre daheim in Deutschland. Aber Ringen ist mein Traumberuf, da muss ich durch. Ringen ist einfach alles für mich. Aber Amerika erinnert mich echt viel an Deutschland. Das zwischen zwei Kampfabenden, zwei Shows, kann man sich echt gut relaxen. Echt schön.
Want to be like them? Then you'll need to get one of these, the official WCW Four Horsemen t-shirt. The closest anybody will ever get to being a horseman is buying one of these t-shirts. The Four Horsemen t-shirt. Das echte T-Shirt der Four Horsemen. Kleide dich wie Arn Anderson, Ric Flair, Chris Benoit und Steve McMichael. Nur 32,50 plus Porto und Verpackung. Ruf an 089 212 99 212. What the big boys wear. WCW, what the big boys wear. The world's hottest television show now presents the world's hottest T-shirt. It's WCW Monday Nitro, as seen on TNT. Keenan, you're not too bright. You've got that thing on backwards. Shirt's on right, your head's on wrong. Wait a minute, I think your whole body's reversible. Hey, hol dir dein WCW Monday Nitro T-Shirt. Nur 32,50 plus Porto und Verpackung. Ruf an 089 212 99 212. What the big boys wear.